Hallo Strategie- und Taktikfreunde. Heute zeige ich euch die dritte und letzte Questschlacht von Imperator Karl Franz und wie ihr dort das Silbersiegel erbeutet und die fiese Falle der Vampire Counts überlebt, ohne dabei die Hälfte eurer Armee zu verlieren. Also, bleibt dran! Heute geht es um die dritte Questschlacht von Imperator Karl Franz, und zwar um das Silbersiegel. In dieser Questschlacht treten wir gegen die Vampire Counts an. Und diese Questschlacht hat wirklich das Potenzial, zum Desaster zu werden, wenn man seine Einheiten nicht richtig aufstellt und richtig einsetzt. Denn ihr tretet natürlich nicht nur gegen die eine Armee an, die gerade angezeigt wurde, sondern es kommen auch Verstärkungsarmeen. Und die kommen aus verschiedenen Richtungen. Das heißt, es kann ganz schnell passieren, dass ihr Flankenangriffe bekommt oder Angriffe in den Rücken und ihr müsst eure gesamte Armee im Blick behalten. Wenn ihr euch nur auf eure Frontlinie konzentriert, ist das das Rezept und die Garantie zum Desaster. Also hier ist es wirklich wichtig, die komplette Armee im Blick zu behalten. Am Anfang ist natürlich wieder die Motivationsrede, die haben wir jetzt mal kurz abgebrochen und gehen direkt ins Spiel. Und hier sehen wir dann schon unsere Armee und wir platzieren sie jetzt um. Denn dort oben auf dem Berg, da ist die feindliche Armee. Wenn ihr die Karte noch nie gespielt habt, dann wisst ihr natürlich nicht, aus welchen Richtungen weitere Gegner kommen. Ich platziere jetzt erstmal unsere Jäger nach vorne, weil die eine Vorhutaufstellung haben. Und so können die schon mal auf den Gegner schießen, genauso wie unsere Raketenbatterien, die wir natürlich weiter hinten lassen, ganz klar. Unsere Nahkampfeinheiten platzieren wir weiter vorne, damit wir dicht machen können, um einen Angriff der Feinde abzuwehren. Denn die Untoten haben halt keine Distanzeinheiten, also müssen sie rankommen, wenn sie bepflastert werden. Unsere Kriegswegen schicken wir natürlich auch nach vorne, lassen die aber hinter unserer Nahkampfinfanterie letztendlich. Und die Raketenlafetten platzieren wir auch näher dran, damit sie oben den Bergrücken beschießen können. Platzieren wir noch unsere Charaktere, also den Imperator und den Magier, lassen hier schon mal das Feuer eröffnen. Das Schöne ist auch, dass die Jäger aus der Bewegung herausschießen können. Das macht's sehr angenehm. Wir schicken unsere Kriegswegen nach vorne, damit die auch feuern können. Und platzieren jetzt unsere Infanteriereihe. Gleichzeitig seht ihr, dass neue Einheiten um den Imperator herauf aufgepoppt sind. Das sind die Einheiten, die wir bekommen aufgrund der Patrol Captains. Die nutzen wir jetzt, um unsere Flanken zu verstärken, weil wir einfach mal davon ausgehen, dass es zu Flankenangriffen kommen wird. Und deswegen teilen wir jetzt die Einheiten auf. Ihr seht schon, unsere Raketenlafetten bepflastern derweil fröhlich den Gegner. Da haben wir auch schon den ersten Flankenangriff. Und zwar kommen hier Gruftschrecken. Das ist schon eine ziemlich heftige Einheit. Das sind sozusagen übergroße Ghule, so kann man sich die vorstellen. Die hauen schon ganz gut raus. Wir bekämpfen die jetzt mit unseren Rittern und mit unserem Pistolieren. Also das sind halt junge Adlige mit Pistolen auf Pferden. Unsere Verteidigungsstellung sieht so schon mal ganz gut aus. Wir geben da weitere Angriffsbefehle. Hier schicken wir noch eine Kavallerie drauf. Sehr schön. Und jetzt müssen wir auch gleich wieder gucken, was bei unserer restlichen Armee passiert. Da kommt der nächste Flankenangriff, da seht ihr es schon. Wir ziehen jetzt auch unsere Distanzeinheiten zurück und gehen mit unseren Nahkampfeinheiten in den Kampf. Die Raketenbatterien müssen nachjustiert werden und wir geben auch Angriffsbefehl für Karl Franz. Ja, die Kriegswegen müssen wir zurückziehen. Gleichzeitig gucken, wie läuft's hier. Die eine Gruftschreckeneinheit haben wir fast platt, aber die zweite, die ist noch im Einsatz. Unser Magier wird gerade bedrängt. Wir setzen jetzt mal einen netten kleinen Kampfzauber. Und müssen die Bogenschützen zurückziehen. So, da haben wir jetzt eine Feuersäule gezaubert. Das ist einer der stärksten Feuermagie-Kampfzauber. Und der verheert wirklich aufs Übelste Einheiten, die da reinkommen. Ihr seht schon, der Gegner zieht sich zurück, versucht dem Ganzen auszuweichen. Das verschafft uns Zeit. Wir gehen jetzt mit unseren Nahkampfeinheiten in den Angriff, blocken den Gegner und setzen jetzt gezielt unsere Kriegswegen ein, um die rechte Flanke zu stabilisieren. Da werden wir unsere Gewehrschützen einsetzen. Und hier können wir jetzt alles gegen die Verstärkung einsetzen.
Denn die Gruftschrecken haben wir zwar ausgelöscht, aber dafür sind jetzt die Sensenreiter hier angekommen, die Gespenster. Die müssen auch bekämpft werden und die sind zähere Gegner. Rechte Flanke entwickelt sich super. Hier wird es ein bisschen zäher. Wir buffen jetzt erstmal mit unserem Magier eine unserer Einheiten, stärken unsere Armeen und müssen versuchen, unsere Bogenschützen zurückzuziehen, die da noch in Nahkämpfe verwickelt sind. Da haben wir eine Hellabardier-Einheit frei, die kann jetzt direkt dem Gegner in den Rücken fallen. Ich habe jetzt mit der Shift-Taste und der Mausklicks mehrere Befehle definiert und quasi einen Weg vorgegeben, wie die laufen sollen, damit die nicht auf direktem Weg in die nächste Feindeinheit krachen. Ja, hier müssen wir die Raketenlafetten umbewegen, damit die nicht währenddessen in unsere Einheiten mit reinschießen. Hier läuft es auch ganz gut. Die Gespenster sind natürlich noch da. Die sind für Billigeinheiten herausfordernd, weil Gespenster halt so eine Art, ich nenne es mal Schutzschild haben. Und dann erst die eigentlichen Trefferpunkte. Und die können über jedes Gelände mit voller Geschwindigkeit, weil die halt schweben. Also von daher ist das gerade gegen niedrigstufige Einheiten mit wenig Erfahrung sind Gespenster echt übel. So, Karl Franz kümmert sich jetzt mal um den Vampirlord. Und unsere rechte Flanke hat ja ihre Gegner besiegt. Die werden wir jetzt nutzen, um den übrig gebliebenen Untoten in den Rücken zu fallen. Die ziehe ich weiter. Sollte jemand weglaufen wollen, können wir drauf schießen. Ja, da haben die Gespenster eine Rittereinheit in die Flucht geschlagen. Hier läuft es auch super. Und hier kommen wir jetzt schon so weit, dass wir da doch recht anschaulich den Rest aufreiben können. Da ist nicht mehr viel übrig. Ich würde sagen, Karl Franz hat seinen Gegner ausgeschaltet. In dem Moment, wo der oberste Vampirlord oder der oberste Nekromant dann halt tot ist, zerfällt die Untotenarmee sowieso in Stücke. Also von daher ist das schon mal sehr safe. Und ja, wir haben die Schlacht recht einfach gewonnen, haben keinen Totalverlust und haben die Beute gemacht. Also sprich, wieder 5000 Gold, wieder Erfahrung für Charaktere und Armee und natürlich das Silbersiegel, also das Artefakt, um das es uns ja ging. Und wir hatten allein schon in der Hauptarmee einen Vampir-Lord, zwei Vampire und eine Banshee als Gegner. Also alleine die vier haben es schon in sich. Zwei Gespenster und einmal diese Gespenster-Kavallerie und dann halt auch noch drei Verfluchte. Also schon durchaus eine knackige Truppe, aber wir haben sie locker weggerockt. Haben in der Schlacht noch 1000 Gold gewonnen, dann nochmal über 2000 Gold an Beute und dann die Questbelohnung. Das heißt, wir haben jetzt alleine mit der einen Schlacht schon 8000 Gold gemacht und das Silbersiegel, wie ihr seht, hat natürlich auch coole Werte. Ich verlinke euch jetzt gleich hier noch eine Playlist zu Taktik-Tutorials. Das sind kleine, kurze, knackige Videos, nichts länger als 10 Minuten, teilweise sogar nur 6 Minuten oder 8 Minuten, in denen einzelne Taktiken erklärt werden, die in jedem Warhammer-Strategiespiel funktionieren. Hier natürlich am Beispiel von Warhammer 3 und die euch zum einen das Leben erleichtern, zum anderen wird es dazu führen, dass ihr Schlachten gewinnt, die ihr vorher verloren hättet. Es wird eure Verluste enorm minimieren. Und ja, es macht euch einfach erfolgreicher. Von daher, schaut euch die Playlist unbedingt mal an, schaut euch die Videos an, gebt mir gerne einen Kommentar dazu, sagt mir, wenn ihr noch was braucht oder Fragen habt. Und ja, viel Spaß bei den Schlachten. Ich verlinke es euch hier oben. Alles Klärchen, bis zum nächsten Mal.